Wir benötigen eine große Dose Kichererbsen, sind 480 Gramm Abtropfgewicht, bisschen zu Deko zurückstellen, halbe Zitrone, anderthalb Zehen Knoblauch, zwei Esslöffel Tahin, eine halbe Teelöffel Kreuzkümmel, Salz, Olivenöl und 100 Milliliter Wasser. So, ihr seht, die Konsistenz ist noch sehr grob, deswegen das nur eine Vorstufe anmixen. Danach mixen wir das noch mit einem Mixstab. Jetzt machen wir noch vorher 1,5 Zehen Knoblauch, 2 großgehäufte Esslöffel Tahin, mixen das nochmal, geben dann eine halbe Zitrone mit dazu, dann geben wir das in die Kichererbsenpaste mit dazu. Nachdem wir Olivenöl reingemacht haben, machen wir noch eine Prise Kreuzkümmel rein. So, noch ein bisschen Salz dazu. Vermengen das ordentlich. Und mixen das jetzt mit dem Mixstab. Und ihr seht den Unterschied. Der ist immens. Jetzt ist die Konsistenz erreicht. Und verteilen das nur noch.